5 Jahre Pariser Klimaabkommen und nichts ist geschehen. 5 Jahre Klimaschutzabkommen, das sind auch 2 Jahre Bolsonaro und 4 Jahre Trump. Das heißt, es ist sehr gut, dass Kabarettisten sich für die gute Sache einsetzen. Aber mittelfristig werden wir uns da noch ein bisschen mehr einfallen lassen müssen. In 5 Jahren werden wir uns hauptsächlich in den Arsch beißen, dass wir nicht vor 10 Jahren schon mehr unternommen haben. Aber vielleicht können wir zumindest in 20 Jahren uns gemeinsam darüber freuen, dass wir vor 15 Jahren gerade noch die Kurven gekriegt haben. Hallo, ich bin befragt worden zu meiner Einschätzung der aktuellen Klimapolitik und ich finde, was bis jetzt schmerzlich übersehen worden ist, ist die Rolle der Tiere in der Klimakrise. Habt ihr gewusst, dass es im Jahr 2020 immer noch Tiere gibt, die jeden Winter mehrere tausend Kilometer in Richtung Süden fliegen, um dort Urlaub zu machen? Da frage ich mich schon, können die nicht Bahn fahren? Klimawandel? Hören Sie, mein Alter, bin ich froh, wenn es warm ist. Das ist mir viel lieber als was, ne? Wenn ich friere. Happy Pariser Klimaabkommen to you. Hast du noch nie vom menschlich gemachten Klimawandel gehört? Jetzt sei leise, bitte. Meine Kerzen sind gleich abgebrannt. Happy Pariser Klimaabkommen, happy birthday. Es gibt noch keine CO2-Steuer. Psst, jetzt. Happy birthday to you. Mama, du hast nichts kapiert. Am 7. Dezember habe ich schon wieder Geburtstag. Und wie jedes Jahr werde ich unglaublich viele Geschenke bekommen, obwohl ich doch eh schon alles habe. Also ich brauche heuer wirklich nichts. Am 12. Dezember, ein paar Tage nach mir, wird das Pariser Klimaabkommen 5 Jahre alt. Vielleicht dieses Jahr einfach mal dem Klima was schenken? Hallo Schneemann, hallo lieber Schneemann, hallo. Es ist Dezember und du schwitzt. Wie konnte das passieren? Schlägt dein Herz zu schnell oder warst du abgelenkt? Wozu habe ich Müll getrennt, wenn der Schneemann vor der Türe schmilzt? Alles schmilzt um mich herum und wir bleiben stumm. Irgendwie dumm. Ja, hallo, ich wollte mir eigentlich ein tolles Fahrzeug bestellen, diesen tollen Mercedes 400 PS hat der 12-Gang-Getriebe, ein Wahnsinnsauto, kostet 90.000 Euro, also ein Schnäppchen in der Zeit. Dann hat aber meine Tochter zu mir gesagt, Papa, sei ähnlich vernünftig, du bist ein Artist for Future und bestell dir ein Fahrzeug, welches der Weltlage gerecht wird. Immerhin ein Cabrio. Bei mir vergingen keine 2 Stunden, ohne dass mir irgendjemand einen Artikel zugeschickt hat, wo drin stand, wie gut das Ganze jetzt für die Erde ist. Der Planet hat mal ein Päuschen von uns gebraucht und jetzt erholt er sich. Die Luft wird reiner, das Wasser wird klarer, längst ausgestorbene Tierarten kehren zurück. Ich weiß, es ist natürlich sehr verführerisch, sich vorzustellen, dass über 2000 Jahre Ausbeutung an diesem Planeten wieder gut gemacht werden, indem wir jetzt 3 Monate zu Hause bleiben. Aber ich finde, das Mindeste, was wir für unsere Kinder machen können, ist, dass wir den Planeten so hinterlassen, so wie wir ihn auch gern vorfinden möchten. Ja, und was man gegen die Erderwärmung und Klimawandel machen kann, das wissen wir alle, aber machen müssen wir es halt selber, ne? Und nicht immer nur davon reden. In diesem Sinne. Du weißt, du, wer jetzt gerade 5 geworden ist? Das Pariser Klimaabkommen, oder? Ja. Es ist so arg, was in diesen 5 Jahren alles passiert ist. Was denn? Nix. Ah ja. Ich finde das mit der Klimaerwärmung, das ist eine super Idee. Es hat ja nur Vorteile. Ne? Erstens bin ich da sowieso der komplette Sommermensch, ich bin ein Sommertyp. Mir taugt es, wenn es im Winter länger warm ist. Ne? Muss ich weniger mit Braunkohle heizen. Und es hat daheim auch nur Vorteile. Weil meine Frau, das ist ja so eine erfrorene. Das ist ja viel besser fürs Klima. Und das mit dem Schnee, das ist ein Schmäh. Im Prater blühen die Palmen, an der Donau macht das Wildpferd sich breit. Ich sage Ihnen was, wir haben nur diesen einen Planeten. Wir müssen aufpassen auf ihn. Ja. So richtig bewusst ist mir das geworden. Jetzt im Winter war ich in Sri Lanka und da bin ich gelegen am Meer unter Palmen und
hab warmes Öl auf der Haut gehabt und ganz von der Ferne hat man gehört, so leise Detonationen von Terroranschlägen. Und in dem Moment ist mir auf einmal dieser Gedanke eingeschossen, Josef, du kannst nicht so weitermachen wie bisher. Finnischer Wein? Auf das neue Erdenklima stellt man sich ein. Das geht locker, leicht und prima. Denk doch daran, was man alles schön und groß und neu gestalten kann. Ein Kind, das vor 5 Jahren geboren worden wäre, hätte in diesen letzten 5 Jahren gelernt, zu gehen, zu stehen, zu sprechen, selbstständig zu essen, aufs Klo zu gehen, Zähne zu putzen, mit den Freunden zu streiten, mit dem Herrn Papa zu argumentieren. Ich weiß, wovon ich rede. Zu klettern, Fahrrad zu fahren, eine Menge hätte es gelernt. Was hat die internationale Staatengemeinschaft und die österreichische Bundesregierung in 5 Jahren gelernt? Nichts. Oder? Liebe Verantwortungsträger, all we are saying, don't give the Klimaerwärmung a chance. Weil eins muss uns nämlich klar sein, was uns nicht weiterbringt, ist dieses ständige... Weil morgen, jo morgen, fangen wir mit der CO2-Reduktion an. Weil sonst hast du nämlich irgendwann... It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. Und es kann ja wohl nicht sein. Es muss was geschehen, seien wir sie einig, gar keine Frage. Aber lasst ein bisschen Zeit. Nichts überstürzen, gell? Das Klima rennt uns nicht davon. Und dass wir auch zu wenig zu Fuß gehen. Wir fliegen mit Flugzeugen herum und verpesten die ganze Umwelt. Und mit Schiffen lassen wir uns 7 Knoblauchzehen aus China bringen, nur damit sie ein bisschen billiger sind wie die aus dem Burgenland. Und dann bekommt der Planet eben Fieber. Dann wird er ganz warm und dann schauen die Bäume so aus wie der da. Und das wollen wir nicht. Darum sage ich euch eindringlich nochmal, hört's auf mit dem Scheiß. Unser Tipp zum Klimaschutz. Luft trocknen. Haare, Wäsche, Luft trocknen. Auto, UFO, Luft trocknen. Hummer, Estrich, Luft trocknen. Luft trocknen. Kein Schnee auf meinen Pisten, sodass ich im November auch keine Skitour im eigenen Garten gehen kann. Das ist nicht in Ordnung. Ich muss künftig strengere Seiten aufziehen und euch ein strenges Lied von der Diktatur spielen oder ihr nehmt seine Vernunft an. Das richtet sich jetzt gar nicht so sehr an euch, das Freak, sondern an die lieben Herren und Damen, Politikerinnen und Politiker, die ich in ihrem Amt belassen habe, damit sie mir die Arbeit abnehmen. So, jetzt trotzdem einen schönen Tag.